Demonstrationen in China. Bevölkerung wehrt sich gegen strikte Corona-Maßnahmen und fordert Grundrechte. Nach russischen Angriffen auf Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung in der Ukraine, Netze zu 80% wieder funktionstüchtig. Belegung in französischen Gefängnissen, Zahl der Insassen hoch wie nie. In China haben sich die Demonstrationen gegen die Regierung ausgeweitet. In mehreren Städten gingen Teilnehmende am Sonntag erneut gegen die verordneten strikten Covid-19-Maßnahmen auf die Straße. Am dritten Tag der Proteste richtete sich der Ärger auch hörbar gegen Staatschef Xi Jinping, so hier in Peking. Wir wollen grundlegende Menschenrechte, wir wollen unsere Freiheit, wir wollen ein Land ohne diese unfairen, absurden Regelungen. Für meine Heimat, für mein Land, mein Volk, weil ich Chinesin bin. In Shanghai stießen Augenzeugen zufolge am Sonntagabend hunderte Menschen mit der Polizei zusammen. Auch in Wuhan und Chengdu gingen Demonstrierende auf die Straße. In den vergangenen Tagen haben sich in China immer mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Allein am Sonntag kamen 40.000 Fälle hinzu. In der Folge kam es zu weiteren örtlichen und regionalen Lockdowns. Menschen berichteten, sie würden in ihren Wohnhäusern eingesperrt. Nach Angriffen auf die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung in der Ukraine arbeiten die Anbieter an der Wiederherstellung der Netze. Zuletzt habe man die Arbeiten zu 80% abschließen können, so die Versorger. Trotz erneuter russischer Angriffe auf Ziele im Osten und Süden des Landes. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Präsident Volodymyr Zelensky, der ukrainische Wille zur Einheit zeige weiter Wirkung. Zusammen und wenn wir einander helfen, werden wir auch diese Herausforderung bewältigen, den Winter und den russischen Versuch, die Kälte als Waffe gegen uns einzusetzen. Unterdessen hat der belgische Ministerpräsident die Städte Bucha und Borodjanka bereist. Alexander de Croo besuchte das mit 450 Leichen bislang größte in der Ukraine entdeckte Massengrab. Was ihr das gesehen habt? Wenn man das hier gesehen hat, ist es schwierig, über Verhandlungen mit Russland nachzudenken. Das einzige Ziel ist dann, bei der Befreiung der Ukraine zu helfen. Das einzige Ziel ist nur, die Ukraine zu helfen und zu befreien. In Borodjanka wurden mehr als 1000 Gebäude zerstört. Trotz der Angriffe und der Verwüstung sind bereits 80% der Einwohner in die Stadt zurückgekehrt. Der norwegische Flüchtlingsrat ist eine der humanitären Organisationen, die sich derzeit sehr stark in der Ukraine engagieren. Sie haben Teams in Odessa, Dnipro, Saporija, Kharkiv und Kiew eingesetzt. Ihr Generalsekretär Jan Egeland ist gerade aus der Ukraine zurückgekehrt, wo Millionen Menschen dringend Hilfe brauchen, um den Winter zu überleben. Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Winter in vielen dieser umkämpften Orte, die in den letzten Monaten wenig oder gar keine Hilfe erhalten haben. Es ist eine schreckliche Situation hier in der Ukraine und sie wird durch die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur noch verschlimmert. Attacks against civilian infrastructure. Die Lage ist verzweifelt. Russlands ständige Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur haben dazu geführt, dass Millionen Menschen ohne Wasser und Strom sind. Die Nachbarländer, so sagt Egeland voraus, müssen darauf vorbereitet sein. Europa has to prepare for hundreds of thousands of new, Europa muss sich in diesem Winter auf Hunderttausende neuer Flüchtlinge einstellen. Von Norwegen im Norden bis zu den südeuropäischen Ländern. Es werden Zehntausende weitere Menschen fliehen. Aber die Mehrheit wird natürlich immer noch nach Polen, Ungarn, Rumänien oder nach Moldawien kommen. Viele derjenigen, die noch nicht aus den Kriegsgebieten im Osten und Süden geflohen sind, sind ältere Leute, die das Land, ihr Heimatland, nicht verlassen können oder wollen. Russland sollte humanitären Organisationen sicheren Durchgang gewähren, forderte Egeland. Die vor rund zwei Wochen befreite südukrainische Großstadt Cherson war nach russischen Bombardierungen ohne Wasser und Strom.
Inzwischen sind nach Angaben von Gebietsgouverneur Jaroslav Januszewicz rund 17% der Haushalte wieder ans Elektrizitätsnetz angeschlossen. Hilfsorganisationen sind für die Menschen, die noch nicht geflohen sind, überlebenswichtig. Cherson kann das zweite Mariupol werden. Jetzt müssen wir so viele Menschen wie möglich rausbringen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und keine Lebensmittel. Die Krankenhäuser brauchen Hilfe und Medikamente. Wir müssen so viel wie möglich tun, damit unsere Leute einen warmen Platz zum Bleiben haben und mit allem Notwendigen versorgt werden können. Nach Erkenntnissen des britischen Verteidigungsministeriums wird Cherson täglich von nahegelegenen Artilleriestellungen der russischen Armee beschossen. Am Sonntag sei die Rekordzahl von 54 Angriffen gemeldet worden. Wegen eines Warnstreiks fallen an diesem Montag in Österreich wohl alle Bahnverbindungen aus, sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr. Gewerkschaften und ÖBB-Chef Andreas Matte machten sich am Sonntag gegenseitig für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Die Beschäftigten fordern 12% oder 400 Euro pro Monat mehr Lohn. Der Arbeitgeber bietet bisher 8,4% an. Nie zuvor haben so viele Häftlinge in französischen Gefängnissen eingesessen wie zuletzt. Laut einer Statistik des Justizministeriums von November diesen Jahres befanden sich zuletzt rund 72.809 Menschen in Haft. Die Auslastung lag damit bei 120%. Vorgesehen sind lediglich 60.700 Plätze. Im europäischen Vergleich bildet die Belegung der französischen Gefängnisse etwa den Durchschnitt in der EU ab. Die neuesten Zahlen des Justizministeriums in Paris sind da aber noch nicht berücksichtigt. Diese könnten den Durchschnitt in Europa in die Höhe treiben. Durch die Verschärfung der Urteilsfindung in Strafprozessen könnte die Belegung von mehr als 50 Gefängnissen in Frankreich auf 150% steigen, in drei französischen Haftanstalten gar auf über 200%. Der Blick auf die EU zeigt: Finnland hat die wenigsten Häftlinge mit rund 43 Insassen auf 100.000 Einwohner, in der Tschechischen Republik sind es 192. Von 100.000 Menschen in der Türkei und in Russland saßen zuletzt mehr als 325 im Gefängnis. Dresden will in den nächsten Jahren klimaneutral werden. Die sächsische Hauptstadt wurde von der Europäischen Kommission als eine von 100 klimaneutralen und intelligenten Städten bis 2030 für das Projekt Match-Up ausgewählt. Die Stadtoberen haben den Stadtteil Johannstadt als Pilotgebiet ausgewählt. Im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört, prägen das Gesicht des Viertels etliche Plattenbausiedlungen. In den letzten Jahren sind ein paar Neubauten hinzugekommen. Vom Dresdner World Trade Center aus koordiniert Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden, die Umsetzung einer Vielzahl von Initiativen, die durch Match-Up unterstützt werden. Wir haben ein komplett neues Haus gebaut, ein Zukunftshaus. Wir haben aber auch im unsanierten Bereich in einem sogenannten Plattengebäude Vorhaben umgesetzt. Wir haben neue Mobilitätspunkte umgesetzt, Ladeinfrastruktur aufgebaut und jetzt ganz neulich ein Energieeffizienzprogramm in unserer Grundschule in der Johannstadt realisiert. Der Energieverbrauch der Johanna-Grundschule 102 wird von einem digitalen Zwilling gesteuert. Er ist eine Computernachbildung des realen Gebäudes mit allen Parametern wie Wärmedämmung und dem Gebäudevolumen. Wir haben die Energieeinsparung über Wärmemengenzähler gemessen und haben festgestellt, dass wir in Spitzenzeiten, also in sehr guten Jahren, bis zu 42% Energie einsparen konnten. Über mehrere Jahre können wir bis zu ein Drittel Energie einsparen. Die Dresdner Stadtverwaltung ist auch in Sachen Mobilität aktiv. Bis Ende des Jahres wird die Stadt 65 sogenannte Mobi-Points haben. Diese Knotenpunkte verbinden den öffentlichen Nahverkehr mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Bike-Sharing und E-Car-Sharing. Allein in diesem Jahr werden wir mit unserem Bike-Sharing-System 1 Million Fahrten generieren. Wir werden 50.000 Carsharing-Fahrten machen und wir ersetzen mit unserem System bis zu 5.000 privaten Pkw schon heute. Und wir planen den Ausbau, der ja noch weitergehen soll. Die 400 städtischen Fahrzeuge sollen bis 2025 fast nur noch elektrisch unterwegs sein. Weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung wurden auch im Wohnungssektor umgesetzt, etwa durch die Sanierung und den Ausbau von Fernwärmesystemen.
Zusammen mit Valencia in Spanien und Antalya in der Türkei ist Dresden eine der drei Leuchtturmstädte, die als Pilotprojekte für Matchup ausgewählt wurden.